Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 7. Dezember 2017? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Sonne hat einen Einfluss von einem Stern und dieser Stern heißt Sabik. Übersetzt heißt das die Vorausgehende. Das heißt, wir ahnen etwas, was nie etwas noch kommt. Oder dass wir vorausgehend sind, also schnell im Handlungen. Dieser Stern Sabik befindet sich im Sternbild Schlangenträger. Dieser Schlangenträger ist nichts anderes als der Sohn von Sonnengott Apollo. Asklepios, der himmlische Arzt, hat auch ein Kind gerettet. Dieser Königssohn, dieses Kind, ist in einen Honigtopf gefallen und Asklepios musste das Kind retten. Es kamen zwei Schlangen, ist auch der Schlangenträger. Der eine Schlange trägt der Gift in sich und der anderen Schlange die Heilkräuter. Zum Glück hat Asklepios die richtige Entscheidung getroffen und hat mit diesem Heilkräuter das Kind gerettet. Diese Geschichte hat eine symbolische Bedeutung. Entweder treffen wir Entscheidungen und sind wir die Vorausgehende mit den Planungen und entweder treffen wir die richtige oder die falsche Entscheidungen. Kann auch bedeuten, die Vorausgehende sagt uns, es nähert sich etwas, wir sollen vorbereitet sein und kommen Einflüsse von außen. Wenn das die eine Schlange betrifft, das Gift, dann heißt es, kommt eine Lüge auf uns zu. Kann aber auch die Wahrheit sein. Aber wir sollen auf jeden Fall achtsam sein in die nächste Zeit. Wenn wir nicht aufpassen und glauben an die Lügen, dann sind wir wie ein Kind. Fallen wir auch in einen Honigtopf, weil die Lüge kommt immer honigsüß. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Zwillinge und hat immer noch einen Einfluss von Riegel. Und dieser Stern Riegel befindet sich im Sternbild Orion. Das sind Veränderungen, Schritte zu machen und bringt auch Glück. Also in die ganze Situation haben wir Glück, aber das sollen wir abwiegen, ausgleichen, vergleichen. Mond hat eine abnehmende Mondphase, das eignet sich immer ganz gut, etwas beginnen, wovon wir verabschieden möchten, trennen, kündigen, loslassen, bereinigen und auch abnehmen. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Löwe und hat auch einen Einfluss von zwei Esel. Ja, so heißen sie auch, die südlichen Esel und die nördlichen Esel, Aselius, die südliche Aselius und die nördlichen Aselius, das sind auch Sternbilder im Himmel und das hat auch eine Geschichte. Es gab einen Kampf zwischen Götter und zwischen die Riesen, die waren die Giganten und Titanen. Und das hat nicht so gut ausgeschaut bei den Göttern und dieser Kampf führte Vulcanus, die Feuergott. Bei den Römern wurde verehrt, das ist der Gott der Feuer, die Waffenherstellung und die Schmiedekunst, dieser Vulcanus. Und die Götter haben zwei Esel dabei gehabt, das sind diese beide Aselius. Und sie haben angefangen zum Schreien. Und die Riesen haben diesen Ton, diese Geschrei noch nicht gekannt. Und sie haben so Angst bekommen, sie sind davon gelaufen und somit haben die Götter diesen Kampf gewonnen. Und das zeigt uns auch etwas, wenn das angebracht ist. Nur wenn das angebracht ist, können wir auch mal lauter werden. Und das dürfen wir gerade auch erlauben. Manchmal ist es auch notwendig, dass wir auch Respekt bekommen. Und jetzt schauen wir mal an die einzelnen Tierkreiszeichen.
Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen, wie ich schon sagte, dürfen jetzt auch mal lauter werden. Das wirkt natürlich in erster Linie bei den Löwengeborenen, aber diese Energie empfangen wir auch alle, diese beiden Esel, diese beiden Aselius-Wirkung. Die Löwengeborenen befinden sich in einer Wandlung, einer Veränderung. Die Einflüsse sind sehr gut, auch beruflich, auch finanziell, aber auch in die Liebe, Partnerschaft. Aber die Löwengeborenen wissen noch nicht, in welche Richtung sollen sie gehen und wie sollen sie ihre Entscheidungen treffen. Und es ist wichtig, die kluge Entscheidung treffen. Und es ist die Sonnenenergie, gerade was die Geschichte erzählt hat von diesem Schlangenträger, wichtige Entscheidungen. Und das sollen wir die Verantwortung übernehmen, etwas planen, vorbereiten, ein bisschen vorsichtig sein und dann auch kluge Entscheidungen treffen. Und das trifft auch die Löwengeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren gibt auch Veränderungen. Sie fühlen sich ein bisschen unsicher, sind auch Einschränkungen da, gerade was die Privatleben betrifft. Das wird aber auch verbessern. Das sind immer so Übergangsphasen. Und die Gespräche laufen auch nicht besonders gut bei den Jungfraugeborenen. Das sind auch Kontakte, Gespräche von Vergangenheit. Entweder jemand kehrt zurück von Vergangenheit oder alten Themen werden aufgewärmt und das ist gerade eine Spannung. Kann auch bedeuten, dass die Jungfraugeborenen warten, dass jemand zurückkehrt von Vergangenheit und schreibt oder sendet eine Nachricht und es kommt noch nicht und dadurch fühlen sich nicht so wohl dabei die Jungfraugeborenen. Was aber ein Vorteil ist, ihre Chancen, Möglichkeiten auch mal sehen, weil da in diesem Bereich haben Glück, die Jungfrau geboren, kommt auch etwas im Fluss. Die Tierkreiszeichen Wagen geboren ist wichtig, die berufliche Situation, das ist auch ein Aufstieg. Bei einigen Wagengeborenen ist auch eine Veränderung, berufliche Veränderung und da treffen die Wagengeborenen auch wichtige Entscheidungen. Eine Reise kann auch eine große Bedeutung sein, entweder wirklich nach Ausland zum Reisen, kann auch eine innere Reise bedeuten. Gute Chancen, Möglichkeiten haben die Wagengeborenen, auch die Liebe, Partnerschaft, auch beruflich, auch die was die Gespräche betrifft. Wo sie Themen haben, das ist das Loslassen oder Trennen oder Kündigen. Da sind sie noch ziemlich unsicher, die Wagengeborenen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen sollen ein bisschen geduldig sein und warten, bis die Energie in den kommenden Tagen sich verbessert. Und es ist ein ungutes Gefühl, auch nicht der richtige Zeitpunkt, etwas Neues starten oder etwas verändern. Hier würde ich sagen, Geduld, in die Tagen wird es besser sein, stabilisiert sich etwas oder bekommen die Skorpiongeborenen auch eine Bestätigung. Bei Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist alles wunderbar. Da ist die Kraft, da sind Chancen, Möglichkeiten, tolle Ausstrahlung. Sie sind auch gerade wahrgenommen, ernst genommen. Die Nachrichten kann bedeuten, dass das noch etwas gebremst ist, kann auch bedeuten, dass jemand von der Vergangenheit wieder sich meldet. Und in die Liebe, Partnerschaft bewegt sich auch einiges. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen sollen Selbstkraft zeigen. Und sie möchten gerade sich durchsetzen im Leben. Aber diese Kraft kann man nicht erzwingen. Diese Kraft kommt bei den Steinbockgeborenen von innen. Die inneren Kraft zählt jetzt und damit haben sie auch den Selbstausdruck, auch den Sieg. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist die Finanzen, die Werte, die Wertschätzung ist ein wichtiges Thema. Es ist auch gut und haben Möglichkeiten, die Finanzen verbessern. Aber sie sollen noch etwas vergleichen oder ausgleichen oder planen. Also ein Gewinnchance ist da, aber nicht unüberlegt etwas riskieren, weil das kann zu Verlust führen, sondern das ganz gut planen und ganz gut überlegen und erst dann handeln. Dann lieber warten mit den Handlungen, aber die Beginn zählt
Und Sie können Ihren Finanzen jetzt mal planen, wie verbessern sich das. Bei den Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist eine Heilung ein Heilprozess. Sie sind gerade ein bisschen nervös, in den kommenden Tagen beruhigt sich aber das alles. Wo Sie Glück haben, das sind die Nachbarschaft, Verwandtschaft, im vertraute Umgebung, da bekommt gute Unterstützung. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist alles super gerade, Sie haben Erfolg und Sie machen auch gerade die Fundament an etwas, was Sie starten, etwas Neues und kleinere Erfolge sind jetzt schon spürbar. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen haben ein gewisse Unruhe momentan. Und auch so ähnlich wie bei Skorpiongeborenen und bei Fischengeborenen diese Unsicherheit, Unruhe. Es wird aber in den kommenden Tagen schon besser. Die Stiergeborenen ist wichtig, dass sie ihren Möglichkeiten, Chancen, was die Leben bietet, gerade auch beruflich, auch in die Liebe, Partnerschaft bewusst wahrnehmen und auch nützen. Und sie brauchen gerade die innere Ruhe, die inneren Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist wichtig, ein Entgegenkommen und etwas vergleichen, ausgleichen, ausbalancieren. Hier schnelle, unüberlegte Handlungen ist kein Vorteil, sondern alles abwiegen, auch beruflich, aber auch in der Liebe, Partnerschaft und auch die Kontakte suchen. Auch die Chancen hier auch wahrnehmen, die Gespräche auch suchen, ist auch wichtig. Und Ruhe, Zurückgezogenheit, eine passive Verhalten genauso wichtig wie aktiv sein und auf anderen zugehen. Und das ist die Aufgabe gerade die Zwillingsgeborenen, das genau im Gleichgewicht halten. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen haben sehr gute Chancen, Möglichkeiten in allen Lebensbereichen. Was wichtiger ist gerade, das sind die Liebe, Partnerschaft. Da werden Ereignisse kommen, da sind noch ein bisschen Unsicherheiten da, dann fehlt ein bisschen die Mut, fühlen Sie sich auch kraftlos, Sie brauchen auch viel Ruhe, Vorbereitung, auch teilweise eine gewisse Zurückhaltung. Aber wie ich schon sagte, die wichtige Thema ist Liebe, Partnerschaft. Und ein Vertrag kann auch eine Bedeutung sein bei den Krebsgeborenen. Das kann Mietvertrag sein, Kaufvertrag oder Arbeitsvertrag, aber auch Ehevertrag. Und das war mein Tageshoroskop. Diese Tagesenergie ist natürlich allgemein, aber es besteht die Möglichkeit des maßgeschnittenen Anfertigen berechnen. Das können Sie auch gerne bestellen. Unten bei der Beschreibung befindet sich auch mein Kontaktdaten. Sie können auch die Frage stellen, was kommt auf mich zu Jahr 2018? Was ist die Tendenz? Was passiert in einzelnen Monaten? Welchen Tagen sind für mich gut? Welchen Tagen soll ich vielleicht aufpassen? Welche Themen sind wichtig? Wie sind die zwischenmenschlichen Beziehungen, Kontakte? Ich kann das auch vergleichen, natürlich auch in die Liebe, Partnerschaft, aber auch geschäftlich. Es ist auch möglich. Und dann möchte ich noch erwähnen, die Blitzberatungen, das kommt sehr gut an. Wenn Sie Fragen haben, wie geht es weiter in die Partnerschaft, liebt er mich noch, kommt er zurück, werden wir zusammenziehen oder soll ich in dieser Arbeit bleiben, bin ich spirituell, bekomme ich einen neuen Arbeitsvertrag, soll ich umziehen und. Es sind auch sehr wichtige Fragen, dazu braucht man kein großes Analyse, das kann ich ganz schnell beantworten und das ist die Sinn die Sache, das soll auch Blitzberatung bleiben und die Antwort kommt auch blitzschnell und das geht über E-Mail, meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com und mein Honorar beträgt bei Blitzberatungen pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert.
Dann die Neuigkeiten, die 3-in-1-Beratung, das ist nicht astrologisch, das ist über Karten legen in 3 Schritte. In einem ersten Schritt beantworte ich die Fragen. Im zweiten Schritt kommt die Zeitangabe, was passiert in den kommenden Tagen. Und im dritten Schritt kommt auch Zeitangabe, was passiert in den kommenden 12 Monaten. 3-in-1-Beratung. Und bei diesem Form von Beratung beträgt mein Honorar 50 Euro. Es ist Videoberatung. Also ich werde das veröffentlichen, aber nach Wunsch können wir das auch nur so anfertigen, dass Sie die Zugangsdaten bekommen und außer Sie kann das gar niemand sehen. Und wenn das veröffentlicht ist, ist auch an alles anonym. Und das war die 3-in-1-Beratung. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.